damals in Karlsruhe den ersten Weltmeisterschaftskampf gewonnen. Das war in der Pfalz. Jürgen Lutz, ne? Eine bekannte englische Boxerin. Und seitdem boxt sie in der Weltspitze. Hat jetzt an einem Kinofilm mitgedreht, Gypsy Queen. Der in Hamburg verfilmt wurde, auch in der Ritze. Kommt demnächst im Kino. Da hat sie die Böse gespielt. Das Ergebnis darf ich nicht verraten, sonst wäre es schlimm. Aber ein Happy End gab es trotzdem nicht bei dem Film. Aber ein toller Film, Gypsy Queen, die zweite Hauptdarstellerin und seit vielen Jahren Boxweltmeisterin der WWF und der GBU und der BIBA. Werdet ihr gleich kennenlernen. Aber ihre Herausforderungen. Aus Georgien, war auch Kickbox-Weltmeisterin. War georgische Meisterin. Hat einen tollen Rekord und deshalb bin ich erst die Herausforderung in den Ring. Aus Georgien, Lena Teraschwili. Lena Teraschwili, welcome. Kilogramm, 67,2 Kilogramm. Der Kampf ist im Supermittelgewicht bis 69 Kilogramm. So, Applaus, das Gewicht wurde erreicht. So, jetzt kommen wir zur Gypsy Queen, einer weltbesten Boxerin, schon eine Legende, obwohl sie noch lebt. Toll, und sie soll auch noch sehr lange leben und uns befreuen mit ihren tollen Kämpfen. Haben in Karlsruhe schon viele Kämpfe gemacht. Aus Schweden. Auch in ihre zweite Heimat ist Hamburg. Maria Lindberg! Maria Lindberg, Doppelweltmeisterin. Mit dem Trainer und wirklich Weltmeistertrainer und unser Freund Corin Giver. Also Corin, denkst du dran, dass der unterschreibt noch für die krebskranken Kinder? Corin, ne? Da beim Handschuh. Von der... Hadi, sie will unterschreiben. So leicht. So. Ja, genau. Hi. 68,9 Kilogramm Applaus. 68,9 Kilogramm, we're in the limit. Thank you. Applaus, Maria Lindberg. Face to face, ladies, please. Face to face, ladies, please. Weltmeisterschaft im Supermittelgewicht. Morgen in Karlsruhe, Hofgarde, Rheinstetten. Lasst euch das nicht entgehen, das wird toll und krass. Lena Teraschwili gegen Maria Lindberg. Dankeschön, Ladies. Please sign for the handicapped children. For the cancer.